Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Siegesserienereignis. Müssen wir jetzt jeden Tag Clash of Clans spielen oder was ist damit gemeint? Jeden Tag eine neue Herausforderung während des Ereignisses. Meistere alle oder starte neu, wenn deine Serie abreißt. So, wir können mal gucken, wo sie hingeht. Okay, ein Serienereignis. Schließe täglich eine Aufgabe in der vorgegebenen Zeit ab, um deine Serie fortzuführen. Eine längere Serie schaltet bessere Liga-Multiplikationen und andere Belohnungen frei. Okay, Liga-Belohnung. Innerhalb der Zeit kannst du von vorne beginnen oder mit Juwelen erneut versuchen. Womit auch sonst, ne? Du kannst es nicht abwarten, die nächste Aufgabe freizuschalten. Dann holen sie die mit Juwelen. Okay, dann lass mal gucken. Ach, ein Serienereignis, alles klar. Also, täglich grüßt das Murmeltier. Was müssen wir machen? Verdiene 2 Sterne. Und erziele 60% Zerstörung bei Angriffen, um diese Stufe freizuschalten. Schließe deine erste Aufgabe ab, um anzufangen. Okay, es gibt ein bisschen was. Es gibt hier dann die Belohnung, verdiene durch Liga-Beute-Bonus 10% zusätzliche Ressourcen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Allerdings muss ich immer zu bedenken geben, dieses Spiel hier ist ab 9, glaube ich. Und es wird immer komplexer. Und da weiß ich nicht, ob so 9, 10, 12-Jährige damit überhaupt noch klarkommen hier. Vor allen Dingen mit Prozente. Ich weiß, wie lange das bei mir damals gedauert hat, bevor ich Prozente mal gerallt habe. Aber okay, es gibt hier so ein Serienereignis. Und das Ganze kann man auch irgendwo hier wieder aufrufen. Sehr schön. Das gibt es natürlich auch noch. Ist auch noch ein Ereignis hier. Aber gestern gab es ja ein Update. Es gab ja, glaube ich, gestern so ein Update. Und ich habe das Update auch gemacht gestern. Ja, wo ist das Update? Ne? Wir sind schon wieder fast fertig. Also wir sind schon am Bauhütten bauen, weil alle anderen Sachen hast du natürlich relativ schnell, wenn du so ein Normalwegspieler bist, hast du jetzt noch nicht alles. Also den Blob habe ich natürlich längst noch nicht. Der ist bei mir hier im Bau, hier im Begleiterhaus. Ich habe das letzte Tierchen übrigens doch noch fertig gemacht mit dem Heldenhammer. Und könnte das jetzt auch machen, den wütenden Blob, aber ich will ihn noch nicht, ja, ich weiß damit noch nichts wirklich anzufangen, aber ich denke mal, Supercell wird sich dabei schon was gedacht haben. Sein Held nimmt für eine gewisse Zeit nach dem Einsatz Verteidigungsanlagen ins Visier. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn eine Queen nicht die hohen Lager macht oder so wie der King. Die machen dann erstmal die Defense und dann, wenn die ganz weg ist, machen die dann auch die Lager. Ist gar nicht mal so schlecht. Ziel, Boden und Luft ist klar, bevorzugtes Ziel, das Ziel des Helden. Und 20 Wohnraum. Okay, der wohnt. Okay. Mhm. Und 16 Geschwindigkeit, was haben wir hier noch? Dieser Blob aus Reimzorn wartet ungeduldig im Dorf, sehnt sich nach einem guten Kampf auf dem Schlachtfeld und überzeugt er seinen Helden, Verteidigung anzugreifen, bevor er sich von ihm trennt und auf eigene Gelee-Faust weiterkämpft. Okay, Supercell. Ja, typisch Supercell. Aber okay, wir leveln den ganz, ganz normal weiter. Die Defense haben wir hier oben, also noch nicht ganz. Ein Bauarbeiter hat mir freigelassen, falls ich es denn doch nochmal schaffe, meine Mauern fertig zu bekommen. Denn wir bekommen ja jetzt alle Mauern auf die letzte Stufe und nicht nur den kläglichen Rest. Es gibt natürlich auch was zu forschen. Ja, wir haben gestern auch schon geforscht. Die beiden Gruppen, die es nachzuforschen gab, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war der Yeti und es war die E-Titanin. Habe ich auch gemacht. Kein Thema. Dafür hatte ich auch genug Bücher bzw. Hämmer und natürlich die Key-Defense. Ich nenne sie immer so Key-Defense. Also den Monolithen schon mal auf 3. Heftiges Ding. Ich meine, der Monolith ist sowieso heftig und Und jetzt wieder einen Tag warten. Okay, nein. Hier wäre so ein Schloss gar nicht mal so schlecht. Und natürlich auch die Adlerartillerie, was jetzt natürlich noch nebenher hochgehen muss. Ihr seht das hier bei mir, sind die Bauhütten. Und ich war auch mal wieder nicht ganz fertig mit den letzten Bomben. Also auch da fehlen mir immer noch so ein paar. Das liegt aber dann wahrscheinlich an meiner Spielweise. Und 2x Sammler, 2x Mine muss ich auch noch machen. Aber der Rest eigentlich, naja, dann fragt man sich natürlich, wo ist eigentlich das Update? Okay, hier kannst du irgendwelche Leute taggen, wenn die das denn anhaben, das ist auch irgendwie mehrfarbig oder sowas. Clankriegsanmeldung, 13 Mal ja,
Ich meine, okay, also ich hatte daher geklickt. Ich bin sowieso angemeldet und wir haben sowieso auch wieder gestartet. Ich bin gestern Abend auch gestartet, aber lass mal einen Pass spielen hier. Den Ereignispass. Nee, nicht den Pass. Nichts spenden hier. Add Clan, bitte mal abstimmen. Naja, okay, da seht ihr das. Wenn das so getaggt ist, ist das so in Gelb. Man kann jetzt also den ganzen Clan taggen oder einzelne Leute. Man muss natürlich auch die Alarmierung, sage ich mal, anhaben, damit man das auch auf dem mobilen Device oder halt sonst wo mitbekommt. Und dann machen wir das mal. Kaufen müssen wir diesen hier ja nicht. Ne? Hier gibt es nichts zu kaufen. Ne? Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ne? Und es steht auch ein bisschen was in den News. Hier könnt ihr natürlich alles nachlesen. Okay, während des Ereignisses gibt es, wenn du sie alle meistern willst, Watch News öffnen. News öffnen. Und lass die Serie nicht abreißen. Das gucke ich mir nachher mal ganz in Ruhe an. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir mal einen Angriff. Was habe ich am Stissel? Okay, das mit dem Zeug. Da ist das. Es wird hier immer mehr und immer unübersichtlicher. Hab ich so ein bisschen manchmal das Gefühl. Dann nehmen wir unsere neuen, die wir jetzt auch maxed haben. Sehr schön. Mal gehen wir mal in die Suche rein. Ne? Ich bin im Moment in Titan 2 nur. Ich wollte eigentlich ganz gerne nach Titan 1 wieder rauf, aber da müsst ihr auch viel, viel mehr spielen. Okay, ihr könnt mir gerne in die Kommentare unter diesem Video schreiben, was ihr davon haltet, von diesen neuen Ereignissen oder von diesem Ereignisplan. Zwingt einen natürlich mal wieder noch mehr Clash of Clans zu spielen, hier wirklich täglich reinzuschauen und um etwas zu machen. Das, was wir machen, der hat jetzt ich so, der hat noch einen kleinen Monolithen hier. Der hat noch einen kleinen Monolithen, den können wir mitnehmen. Und ich muss die allerdings jetzt schon noch ein bisschen rumwuten hier. Bam, bam, hier kommt Spam. So, ich hab nämlich nur zwei von denen. Und der ist trotzdem natürlich immer noch ziemlich stark. Die geht jetzt da zum Lager, ne? Warum sollte die auch woanders hingehen, ne? Warum sollte die auch woanders hingehen? Okay, dann unterstützen wir sie hier mal. Den King lassen wir da mal so laufen, würde ich sagen. Oh, meine Queen ist fast weg. Harter Brocken. Echt harter Brocken. Wir legen da hinten das Ganze mal lahm, aber meine Truppen sind sowieso ziemlich komisch gegangen gerade. Okay. So, hier haben wir noch einen Champion. Ja, 60% sollten wir machen, ne? Und zwei Sterne, ne? Ach, hey, jene. Haben wir das überhaupt? Ja, doch, haben wir. Och, ich dachte gerade. Okay, das sollte man natürlich machen dann. Sich an das Ereignis hier halten. Und mindestens die 60% hier rauszukitzeln. Ist schon schwer genug, muss ich sagen. Angriff war jetzt nicht so prall. Ja, wir hätten jetzt auch anders vorgehen können. Aber passt schon so ganz gut. Schauen wir den auch noch, den It. Jawohl, den schauen wir auch noch. Aber die Bordenstatue wird uns jetzt gleich den Rest geben, denke ich mal. Außen laufen noch ein paar Magier mit. Sehr schick. Die holen mir noch ein bisschen Ressourcen, aber Dunkles habe ich jetzt gar nicht gekriegt. Nee, braucht natürlich wieder ein bisschen Dunkles, um den Blob weiter zu leveln. Obwohl, Blob heißt er gar nicht. Ne? Im Deutschen heißt er irgendwie anders. Aber er heißt auch nicht Gelee-Blob oder sowas. Aber okay. 80% haben wir gemacht und auch da unten, die haben wir bekommen. Mittlerweile gibt es natürlich auch schon ein bisschen mehr. Erze haben wir auch bekommen. Sehr, sehr schön. Und jetzt habe ich irgendwas mit Hox. Ganz klar. Ich wollte gerade sagen, ganz, ganz klar ist das nicht, aber das ist immer meine zweite Armee. Also ich spiele eine Hock-Armee und ich habe jetzt auch zwei Belagerungsmaschinen, denn die Clanburg habe ich ganz vergessen. Habe ich mir auch schon hochgeballert. Und sieht man das hier jetzt im Ereignis? Jawohl, 1 von 7. Ui. Da fährt unten so eine kleine Bahn. Okay, einfordern. Ja, es gibt schon mal ein bisschen mehr Serienbonus. 10%. Okay, 20%. Weiß ich, gibt es noch was Tolleres?
Nee, es gibt 3000 Glimmer jetzt am Ende, okay. Naja. So spannend ist es denn ja doch nicht, ne? Aber sei es drum. Ja. Zu meiner Person, ich hatte in der letzten Woche etwas wenig Zeit, deswegen bin ich auch gar nicht zum Video machen gekommen, aber ihr wisst ja, ich gelobe immer nur Besserung. Ob das dann auch eintritt, weiß man nicht. Das ist genau wie im Moment mit meinen Livestreams. Ab und zu bin ich jetzt abends auch mal unterwegs und gucke da, was da mein Real Life so veranstaltet. Abgesehen davon sagt mir Discord, ich soll Lost Ark spielen, damit ich eine Quest mache da. Mokoko Quest, dann kriege ich da so ein tolles Gimmick. Sehr schön. Müsst ihr mal bei mir auf dem Discord gucken. Aber ich glaube, ihr seht das auch oder ihr seht das nicht, wenn ihr diese Spiele ab und zu auch mal spielt, abseits von Clash of Clans. Aber im Moment muss ich natürlich ehrlich sagen, gerade mit dem Ereignis hier, erstmal das eine Ereignis und dann jetzt noch das zweite Serienereignis. Also es wird immer, immer mehr hier bei Clash of Clans. Allerdings will ich euch, glaube ich, jetzt die Suche, es sei denn, wir finden jetzt was. Oh, wir finden was, okay. Sonst hätte ich euch die Suche jetzt gekappt. Der hat ein bisschen was im Ausbau, da könnten wir uns hier unten den Adler holen. Machen wir uns erstmal hier die Mauer auf, damit die Queen schon mal ihren Eingang hat. Würde ich jetzt mal so sagen. So, damit die nicht auf meine Heiler durchbounce, die Kanone. Obwohl, die Kanone schießt ja gar nicht auf Lufteinheiten, ne? Die schießt nur auf andere Einheiten. Der Mauerbrecher geht auch noch sehr gut durch. Okay, jetzt müsste ich allerdings hier so ein bisschen gleich funneln. Sonst... Uff. Donnerwetter. Könnte natürlich auch mal eine ganz andere Maschine einsetzen. Allerdings finde ich immer noch die Doppelpacker-Strategie hier sehr, sehr gut. Ah, oh, der Bogenschützenturm. Hartes Brot. Echt hartes Brot. Ich muss hier von der Seite rein, Leute. Der Bogenschützenturm ist echt mal stark. Donnerwetter. Ich habe die gar nicht so stark in Erinnerung, muss ich sagen. 1, 2. Okay. Dann können wir hier rein. Oh, der Mono ist stark. Oi, der Mono ist stark. Und wir kriegen hier überhaupt nichts gebacken, ne? Wir kriegen ja gar nichts hin. Okay. Ich habe mal wieder alles verloren, was man verlieren kann, ne? Kann das sein? Ich habe mal wieder alles verloren, was man verlieren kann. Kriegen wir das Rathaus noch? Jo. Oh. Junge, was ist mit Clash of Clans los? Alter Falter. Oh. Meine Herren. Oh. Geht ja gar nicht. Eieieiei. Auch wieder mit Hängen und Würgen. 66%, okay. Aber das war jetzt schon meine Siegeserie, oder? Ach nee, ich kann da ja gar nicht weitermachen, sehe ich gerade. Ich dachte, ich sollte das zweimal machen. Fortschritt 1 von 7. Okay, jetzt konnte ich mir das freischalten. Wann ist das wieder verfügbar? In 23 Stunden, Leute. Okay, also man braucht mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage. Also exakt eine Woche. Naja, was das dann auch immer mit uns machen soll. Aber hier haben wir ein bisschen reingespielt. Pass. Habe ich jetzt noch nicht ganz fertig oder habe ich ihn fertig? Ah, noch nicht ganz fertig. Okay, noch nicht ganz fertig. Ein bisschen Stadtgold, Heldenbuch. Ah, okay, müsste ich dann verbraten. Und am Ende gibt es nochmal ein Buch des Bauens und noch ein Heldenbuch. Okay, Banken habe ich noch nicht ganz voll. Aber der Monat ist ja auch noch... Man braucht nie auf einen Kalender zu schauen. Man weiß immer, wann der Monat endet. In 12 Tagen und 21 Stunden. Wenn man einfach täglich Clash of Clans spielt. So, hier haben wir den. Haben wir jetzt aber fast fertig. Okay. Da fehlen uns nur noch ein Angriff oder zwei maximal. Und dann geht es hier schon in den Bonus rein. Für was ich das eintausche, weiß ich im Moment noch nicht. Ich habe schon ein bisschen was gekauft hier mit dem Zeug hier. Aber es ist auch ganz schön teuer, muss ich sagen. 2000 von den Medaillen nur für 70 Sternerz hier.
Mal sehen. Man kann es auch anders machen. Man kann das Ganze auch aufteilen. Müsste man mal ausrechnen. Kommt aber wahrscheinlich aufs Gleiche raus. Oder man nimmt sich hier die Schweinchen-Sphinx. Finde ich auch nicht schlecht. Ist eine schöne Statue. Oder halt eine schöne Rune. Oder halt einen schönen Trank. Ich kann mich mal wieder überhaupt nicht entscheiden, oder? Ich kann mich absolut nicht entscheiden. Naja. Aber ihr könnt euch entscheiden, ob ihr das Video ganz gut fandet oder nicht. Also, ich habe jetzt überhaupt keine Videos vom Update gemacht. Ich frage mich eigentlich, wo ist das Update geblieben? Aber, dieser Ereignis passt neben den Ereignissen. Aber wie viele Ereignisse soll man eigentlich noch spielen hier in den Ereignissen? Und kommen denn noch Ereignisse? Das Überfallwochenende beginnt morgen. Aber der Rest hier ist noch offen. Es gibt sicherlich nette Sachen im Shop. Die Gladiatoren übrigens nur so ein bisschen so als Meinung, falls ihr die Livestreams von mir nicht gesehen habt. Ich finde sie ganz gut. Von den Vieren finde ich sie eigentlich am besten. Also jetzt abgesehen von den anderen, König und auch die Szenerie, haben wir halt nicht. Ist halt so. Fehlt doch noch ein Held, ne? Oder nicht? Fehlt da nicht noch ein Held? König? Gladiatoren? Queen fehlt noch, ne? Queen fehlt noch. Oder gab es die Queen etwas schon? Nee, es gab doch nur den Warden, ne? Meine ich, oder? Oder täusche ich mich da? Ich weiß es gerade nicht, Leute. Ich weiß es gerade nicht. Aber ist nicht so tragisch. Okay, wenn ihr der Meinung seid, das Video hat euch ganz gut gefallen, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Ciao, ciao. Euer Toto. Fashion.